Transfrage rasch dann mit dem Fahrrad fahren kann. Dass du die Transfrage rasch dann mit dem Fahrrad fährst. Schauen wir mal. Ja, wir sind jetzt unterwegs Richtung Transfager Rasch. Das ist die Straße, die jetzt durch die Karpaten führt. Ist relativ bekannt in Rumänien. Ist ein ziemliches Highlight, ein ziemlicher Hotspot. Und der letzte Besitzer vom Campingplatz hat uns geraten, dass man nicht... Wow, blitzt da noch. Der hat uns geraten, dass wir nicht am Wochenende fahren, sondern unter der Woche, weil da einfach die Hölle los ist. Und wie wir es jetzt seit Tagen regelmäßig schaffen, fahren wir mitten in ein Gewitter rein. Wir haben jetzt eine kleine Abkürzung genommen, die uns seit einer Viertelstunde jetzt auf einer wüden Schotterpiste Richtung Transfager Rasch führt. Wo wir auch gleichzeitig schauen, dass wir heute für die Nacht was zum Schlafen finden. Oh, Matthias, komm. Jawohl! Jetzt mal umschauen. Naja, bleib in die ersten und vor. Das ist eine Straße, die ist bei Google Maps eingezeichnet. Gell? Die ist in einer Landkarte drin, die hat sogar einen Straßennamen. Jeder, der schon mal campen war, kennt bestimmt. Diese Sitzgelegenheit. Meistens im Angebot für nur 14,90 Euro. Heute genauso lang, nämlich 14 Tage. Wo wird das einmal gesagt? Da! Und da liegt es schon. Wir haben wieder einen ziemlich geilen Stellplatz gestern am Abend gefunden. Direkt am Wasser. Haben sehr gut geschlafen. Bis auf 2 in der Früh. Da war irgendwas Großes vor unserem Auto. Das ist dann, keine Ahnung, hat sich an unserem Auto gerieben oder wie auch immer. Es hat sich unter unser Auto eingezwängt. Es war auf jeden Fall so groß, dass der ganze Bus ein bisschen leicht geschwungen hat, dass wir halt dann aufgewacht sind. Aber nicht nur das. Das Viech hat sich auch entschieden, dass unser Nummerntafel überreißt. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das für ein Viech war. Jetzt habe ich mal gleich im Motorraum reingeschaut, dass das vielleicht nicht in der Elektrikerwängel herumgewütet hat. Ich habe dabei nichts gefunden. Hoffentlich. Aber es war definitiv groß. Wir haben es irgendwo in der, wie es dann abgehauen ist oder was auch immer, hat es da hinten ganz laut zweimal knackst. Also das muss relativ schwer gewesen sein, weil das auf irgendwelche Äste drauf gestiegen ist. Und
Ja, keine Ahnung. Also das war ein wenig creepy in der Nacht, ja. Dann wird der ist blind. Wir sind jetzt ganz in der Nähe von der Transfer-Garage, von der Karpatendurchquerung. Wir stehen da auf so einem inoffiziellen Campingplatz, direkt am Wasser. Wir haben jetzt schon zwei Bären gesehen. Und hinter uns wird vorher herumgeballert, mit was auch immer das ist. Auf jeden Fall versuchen sie die Bären zu vertreiben. Wir sind heute die Transfer-Garage gefahren. Ich mit dem Auto und Sarah mit dem Radl. Und wie war es mit dem Radl? Gut war's. Super schön, traumhafte Landschaft, eine Straße, die für rumänische Verhältnisse echt gut zu fahren war. Ich muss allerdings sagen, diese 30 Kilometer da hoch, die ich gefahren bin, das zieht sich halt schon. Es ist zwar nicht viel Steigung, aber am Schluss habe ich ganz schön die Oberschenkel gemerkt. Ich merke sie übrigens immer noch ein bisschen. Und ja, war toll, war ein super Erlebnis. Vor allem, weil ich so ein großartiges Versorgungsfahrzeug hatte, das nicht nur auf mich gewartet hat, um mich mit Wasser zu versorgen, mich durch den unbeleuchteten Tunnel eskortiert hat, sondern das hinterher auch noch eine heiße Dusche für mich hatte. Ganz großes Kino. Die Ausläufe wurden nicht geplant. Und wie genau das war, mit dem Fahrrad 31 Kilometer bergauf die Transfer-Garage zu fahren und warum ich die Hälfte vom Weg aus voller Kehle die Ärzte gegrölt habe, lest ihr in meiner Wendert-Kolumne in der Rhein-Neckar-Zeitung. Der Link ist unter dem Video. Ah, war ja schön hergeschissen. Jetzt fahren wir
fahren wir weiter Richtung Brașov wieder. Da ist eine von den bekannten Kirchenburgen, die unter anderem auch zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Und angeblich eine von den Kirchenburgen sein soll, die man einfach gesehen haben muss. Und die sind nicht weit weg von da. Das heißt, wir starten jetzt gleich Richtung Brașov. Super schönes Städtchen, mittelalterlich, total nett. UNESCO-Weltkulturerbe seit 1998, glaube ich, die gesamte Altstadt. Ja, hier gibt es viel zu entdecken. Kleine Gässchen, unter anderem das Geburtshaus von Graf Dracula. Und diverse Wehrtürme wie der, den man da im Hintergrund sieht. Ja, Sarah hat alles gesagt. Es ist eine traumhafte Stadt. Die Altstadt ist echt genial. Wir sind jetzt erst seit einer Viertelstunde da, aber uns gefällt es irrsinnig. Schon geflasht. Ja, Vollgas. Das ist ein Platz, wo man echt gern wieder hinkommt, falls man mal wieder in der Nähe ist. Also schaut euch Sigiduara an, Schäßburg, zahlt sich wirklich aus.